Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 116. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Hinsichtlich der Tagesordnung darf ich Sie auf Folgendes hinweisen. Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktionen der SPD betreffend hessische Kitas entlasten, Erzieherinnen und Erzieher unterstützen, Ausbildungs- und Studienkapazitäten steigern, Drucksache 20-9352. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 97 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 64, dem Setzpunkt der Freien Demokraten, aufgerufen werden. Noch eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD zum Gesetzentwurf der Landesregierung betreffend Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsurlaub und weitere Rechtsvorschriften, Drucksache 20-9271 zu Drucksache 20-8769. Weiter eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend automatische Inflationsanpassung auch bei Lohn- und Einkommenssteuer, Drucksache 20-9353. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 98 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 80 der Aktuellen Stunde der Freien Demokraten aufgerufen und danach direkt abgestimmt werden. Mir ist zudem mitgeteilt worden, dass der Tagesordnungspunkt 90, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, sowie Tagesordnungspunkt 92, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein hessisches Archivgesetz, mit 5 statt mit 10 Minuten aufgerufen werden soll. Hier sehe ich Zustimmung des gesamten Hauses, dann verfahren wir so. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass sie folgende Tagesordnungspunkte abschließend in den WVA überweisen möchte. Das ist Tagesordnungspunkt 39, das ist die Drucksache 20-8120, Tagesordnungspunkt 40, das ist die Drucksache 8122, Tagesordnungspunkt 46, Drucksache 20-8602, und Tagesordnungspunkt 51, das ist die Drucksache 20-9086. Ja, Frau Dr. Sommer, Sie melden sich. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielleicht habe ich es nur gerade überhört. Wir hatten beantragt, Sie haben ja unseren Änderungsantrag zum Top 11, dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsurlaub und weiterer Vorschriften vorgestellt. Diesen, also die 53, 51 aus 20, würden wir gerne mit dem Top 11 zusammen beraten. Ich habe es eben nicht akustisch. Entschuldigung. Nicht gehört und wollte noch mal nachfragen, ob wir das dann so machen können. Dankeschön. So würden wir verfahren. Das findet die Zustimmung des Hauses. Danke, Frau Dr. Sommer, noch mal. Und wie gesagt, bei den eben genannten Punkten abschließend in den WVA, da sehe ich auch keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis 18.30 Uhr. Vorgesehen ist eine zweistündige Mittagspause und wir beginnen jetzt gleich im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 62. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der SPD, Drucksache 20-9286. Eigentlich hätte ich heute Morgen auch gerne die Besucherinnen und halt, Herr Römmrich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich störe Sie nur ungern, aber ich wollte noch mal nachfragen nach dem dringlichen Gesetzentwurf Drucksache 20-9350. Das ist das Gesetz über die Gewährung einer Energiekostenpauschale für versorgungsberechtigte Personen, EPP Hessen. Da hatten wir vereinbart, dass wir das nach dem Haushalt und nach der Beschlussempfehlung des Landesschuldenausschusses aufrufen. Und ich würde darum bitten, dass wir das mit 5 Minuten Redezeit versehen. Danke. Das würde später noch in der Sitzung aufgerufen werden, aber wir können es gerne auch jetzt schon mal festhalten. So ist es auch vorgesehen. Genau, so machen wir das. Dankeschön. Dann hätte ich ansonsten gerne heute Morgen die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne begrüßt, aber heute sind noch gar keine da. Dann vertagen wir das auf später. Sind Sie, sehr schön. Ist es doch jemand da? Dann sind Sie uns herzlich willkommen.
Ich darf Sie dann noch darauf hinweisen, dass auf Ihren Plätzen der neue Terminplan für das Jahr 2023 verteilt worden ist. Auf der letzten Seite des Terminplans finden Sie erstmalig auch einen QR-Code, bei dem Sie immer auch die aktuellen Änderungen in dem Terminplan 2023 einsehen können. Wir werden immer digitaler. Das Und erwähnen möchte ich wie gewohnt die zusätzlich angebotenen Corona-Schnelltestungen, die morgen früh in der Zeit von 8 Uhr bis 13.30 Uhr im Raum 122M durchgeführt werden. Dann kommen wir jetzt zu den Entschuldigungen. Mir liegen folgende Entschuldigungen für den heutigen Tag und zwar ganztägig vor. Herrn Karl Bolldorf, AfD, Thailand Burcu, Bündnis 90 Die Grünen, Nadine Gersberg, SPD, Lisa Gnadl, SPD, Knut John, SPD, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Fraktion Die Linke. Herr Frömmrich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte die Kollegin Katrin Anders entschuldigen, die noch erkrankt ist, und den Kollegen Markus Hoffmann. Vielen Dank, das nehmen wir so auf. Herr Bellino, Sie haben das Wort. Leider muss ich wie gestern auch die Kollegin Müller-Klepper und Lena Arnold entschuldigen wegen Krankheit. Vielen Dank, das haben wir auch aufgenommen. Ich darf fragen, gibt es noch weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann erstmal auf diesem Wege gute Besserung. Und ich darf zudem ganztägig Herrn Staatsminister Al-Wazir entschuldigen, außerdem Herrn Staatsminister Michael Boddenberg ab 18 Uhr. Im Anschluss an die heutige Plenarsitzung tagt der Umweltausschuss im Raum 501a und der Wirtschaftsausschuss im Raum 510w. Der Parlamentarische Abend des Hessischen Rundfunks findet im Foyer vor dem Medienraum statt. Und bevor wir jetzt in die Tagesordnung einsteigen, darf ich noch an dem heutigen Tage einen ganz besonderen, zudem auch noch, und deswegen ist er auch ganz besonders, einen runden Geburtstag würdigen. Ich darf im Namen des gesamten Hauses der Vizepräsidentin des Hessischen Landtages, Karin Müller, ganz herzlich zu ihrem 60. Geburtstag gratulieren. Alles, alles Gute. Und feiern Sie schön mit uns. Und ich habe natürlich auch im Namen des gesamten Hauses einen Gruß, eine Weinflasche schon überbracht. Alles Gute für den heutigen Tag und für das neue Lebensjahr. Außerdem darf ich noch eine weitere erfreuliche Mitteilung aus dem Kreise der Abgeordneten mitteilen. Ich gratuliere ganz herzlich Herrn Abgeordneten Oliver Stierböck, der am 23. September geheiratet hat. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Wir freuen uns mit Ihnen. Alles Gute. Damit sind wir am Ende der amtlichen Mitteilung angekommen.